Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen. Ich begrüße euch heute mit dem Wochenspruch am Sonntag Jubilate aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, das Neues ist geworden. Das Stammwort Jubilare heißt, um sich zu freuen. Daher haben wir auch Jubeln auf Deutsch. Jubilate heißt, freuet euch. Heute machen wir uns Gedanken über die Freude. Das Dankopfer am vergangenen Sonntag für die Hermannsburg Foundation betrug 7.898 Rand und 50 Cent. Kindergottesdienst erbrachte 67 Rand. Das heutige Dankopfer ist für unsere Gemeinde bestimmt. Sonstiges findet ihr auf dem Zettel, wie gewöhnlich. Ich wünsche uns heute einen gesegneten Gottesdienst. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist segne seine Gemeinde und alle ihre Glieder. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 66. Jauchzet Gott alle Länder, Halleluja. Lob singet zur Ehre seines Namens, Halleluja.
Rühmet ihn herrlich. Halleluja. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er herrscht mit seiner Gewalt auf ewig. Seine Augen schauen auf die Völker. Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen erhält am Leben und lässt unsere Füße nicht gleiten. Amen. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Herr Gott, dich loben wir. Herr Gott, dich rühmen wir. Deine Güte ist es, die uns beschenkt und zum Leben erweckt. Deine Gnade ist es, die uns errettet und vergibt. Lass uns im Vertrauen und in Freude unsere Wege gehen. Wirke in uns durch dein Wort und öffne uns die Augen und die Herzen für deine Güte, damit wir jauchzen. Amen. Die Epistellesung für heute steht geschrieben in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel, die Verse 22 bis 34. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, der er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben sind wir, wie auch einige Dichter bei uns gesagt haben. Wir sind seinen Geschlechts.
Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich dem goldenen, silbernen und steinen Bilden, doch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, der er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von dem Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören. So ging Paulus weg, auch aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen waren auch Dionysius, eine aus dem Rat, und eine Frau mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen. Hier endet die Lesung.
Das Evangelium steht geschrieben bei Johannes im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird auch widerfahren, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Hier endet die Lesung. Lasst uns zusammen mit der ganzen Christenheit unseren christlichen Glauben bekennen, mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. O Gott, du höchste Gnadenhort, verleih, dass uns dein göttlich Wort von Ohren so zu Herzen dring, dass es seine Kraft und Schein vollbring. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Ich lese heute eine Predigt von dem Pastoren Lütke, der hoffentlich jetzt endlich mit seinem Sohn Mark unterwegs ist. Vor ein paar Wochen hat unser Männerchor am Grünen Donnerstag das bekannte Lied »Bleib bei mir, Herr, Abide with me« gesungen. Es hat uns und viele, die es gehört haben, bewegt und ermutigt. Wir kennen das Lied gut. An dem Abend hat Udo uns daran erinnert, dass diese Bitte zuerst von den Emmaus-Jüngern gesprochen wurde. Sie haben den auferstandenen Herrn gebeten, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Bleib bei uns, denn du hast Worte, die unsere Herzen zum Brennen bringen. Bei jemandem zu bleiben, bei ihm zu bleiben, führt zur Gemeinschaft. Man ist nicht mehr alleine, man gewinnt eine neue Perspektive auf das Leben. Das ist gut, aber Jesus will noch mehr als das. Er sagt zu seinen Jüngern, bleibt ihr in mir. Das ist mehr als Gemeinschaft mit Jesus. Die Gemeinschaft mit Christus ist schon wichtig, aber in ihm bleiben ist noch wichtiger. Es zeigt eine enge, sogar eine innere Beziehung. Jesus Christus sagt, so haben wir es eben im Evangelium gehört. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus gebraucht ein Bild, das wir gut kennen. Das ist wichtig. Jesus gebraucht hier nicht nur irgendeine Pflanze. Er gebraucht den Weinstock. Er will uns was sagen über Frucht bringen und sucht den Weinstock aus. Ein Weinstock gibt uns das Getränk, von dem Richter im Alten Testament schon sagt, dass es sowohl Gott Götter als auch Menschen erfreuen soll. Jesus wollte nicht nur, dass wir verstehen, dass wir zusammenbleiben, sollen mit ihm, in ihm bleiben. Sonst hätte er ja auch sagen können, ich bin der Baum und ihr seid die Zweige. Oder ich bin die Ranke und ihr seid die Gurken. Nein, Jesus sucht die edelste Pflanze aus, den Weinstock. Seine Früchte und sein Wein sind Symbole der Freude und Freundschaft. In Christus sein soll Freude bringen. Jubilate. Durch uns Christen sollen Freude und Freundschaft in die Welt kommen, reichlich. Jesus ist der Weinstock. Er ist verwurzelt. Er wächst aus festem Boden. Und wir sind die Zweige. Wir wachsen aus ihm. Wir wachsen am Draht entlang. Wir werden so versorgt, aufgehoben, gesäubert, aufgehangen. Warum? Damit wir Frucht bringen. Damit wir so viele Trauben tragen wie möglich. Frucht zu bringen, das ist unser Ziel als Gläubige. In diesem Bild erzählt uns Jesus über den Vater, den Weingärtner. Er tut mit den Zweigen verschiedene Sachen, damit sie Frucht bringen. Erstens, der Weingärtner hebt jede Rebe auf, die keine Frucht bringt. Merkt ihr was? Meistens steht in der Übersetzung, er schneidet die Reben ab, die keine Frucht bringen. Aber das macht keinen Sinn. Wenn ein Farmer jede Rebe, die im Winter keine Frucht bringt, abschneidet, dann hat er bald gar keine Ernte mehr. Nein, das griechische Wort, was als Abschneiden übersetzt wird, bedeutet nicht nur das. Es bedeutet auch Aufheben. Das gleiche Wort wird gebraucht, als Simon von Kyrene gezwungen wurde, das Kreuz Jesu auf sich zu nehmen,
aufzuheben. Es wird auch gebraucht, als die Jünger nach der Speisung der 5000 12 Körbe mit Essen aufhoben. Und so beschreibt Jesus Gott als guter Weingärtner hier, einer, der uns von der Erde, aus dem Matsch und Schmutz aufhebt, säubert und aufhängt. Übrigens, das zeigt auch auf eine Verantwortung, die wir haben. Sünde ist wie Schmutz im Leben eines Christen, der die Weinblätter bedeckt. Wenn wir in der Sünde bleiben, hindert uns das daran, Frucht zu bringen. Also wir haben schon die Verantwortung, unsere Sünde zu erkennen, bekennen und davon wegzudrehen, Buße zu tun. Gott, gut, dass wir aber auch wissen dürfen, dass Gott uns dabei hilft und uns immer wieder aufhebt, säubert, vergibt und hilft, dass wir wieder Frucht bringen. Aber zweitens, wir sollen nicht aus dem Auge verlieren, dass wir Frucht bringen sollen. Was sind denn die Früchte? Manche Leute sagen, Früchte sind gute Werke. In Titus 3 heißt es, auch unser Volk lernt, gute Werke zu tun, damit es nicht unfruchtbar bleibt. Als Lutheraner sagen wir es immer so rum. Wir werden gerettet, damit wir gute Werke, gute Taten tun, damit sie Gott dem Vater Lob bringen. Manche Leute sagen, die Frucht des Heiligen Geistes ist gemeint. In Galater 5 sind sie zu finden. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Manche Leute sagen, die Frucht ist, dass wir die Gebote des Herrn in Liebe gehorchen, besonders das Gebot der dienenden Liebe gegenüber unseren Nächsten. Manche sagen, die Frucht ist die Verkündigung, das Evangelium zu verkündigen. Das sagt Jesus, soll seine Jünger immer tun. Und so bleibende Frucht bringen. Ich glaube, Frucht bringen bedeutet alles dies. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, wenn wir in ihm sind, werden wir Frucht bringen. Frucht, die Jesus an uns und in uns offenbart. Drittens, Gott diszipliniert uns aber auch, züchtigt, sagt die Bibel einige Male. Er tut das aus Liebe. In Hebräer 12 lesen wir, mein Sohn, nimm die Zucht des Herrn nicht auf die leichte Schulter und verliere nicht den Mut, wenn er dich zurechtweist. Denn der Herr züchtigt die, die er liebt und bestraft jeden, den er als Sohn annimmt. Der Weingärtner beschneidet jeden Zweig, sagt das Evangelium. Gerade der Zweig, der Früchte trägt, wird beschnitten, damit er noch mehr Frucht bringt. Wir wissen, dass Weingärtner das tun. Aber wenn Gott uns beschneidet, das ist nicht so leicht. Es kann Schmerz und Verlust bedeuten. Es kann ungemütlich sein. Deswegen akzeptieren wir es nicht immer so leicht. Es passiert, dass wir Gottes Methoden und Motive oft verkehrt verstehen. Durch Beschneiden frägt Gott uns, Dinge loszulassen, die uns von seinen Zielen abhalten. Wenn Gott uns beschneidet, müssen wir etwas loslassen. Vielleicht frägt Gott dich sogar, etwas aufzugeben, das für dich sehr wertvoll ist. Etwas, das du sehr lieb hast. Wie reagierst du dazu, wenn das passiert? Vertraust du, dass Gott auch dann das Gute will und dahin arbeitet, dass du mehr Frucht bringst? Römer 8 erinnert uns, dass Gott dafür arbeitet, dass alle Dinge zum Besten dienen. In Jesus bleiben bedeutet Vertrauen. Er kann und wird eine Ernte bringen. Wir sehen es immer wieder in der Bibel. Josef musste seine Stelle zu Hause aufgeben und herrschte später über viele Menschen. Obwohl David schon zum nächsten König gesalbt war, musste er vor Saul fliehen.
aber er vertraute darauf, dass Gott sein Versprechen halten würde, und sein Königreich wurde größer als das von Saul. Petrus gab seine Arbeit als Fischermann auf und wurde Menschenfischer. Paulus gab alles für Christus ein. Große Mission. Paulus gab alles für Christus auf und wurde ein großer Missionar für Jesus. Seine Arbeit hilft immer noch Menschen, Christen zu werden und in ihrem Glauben zu wachsen. Beschnitten werden ist nicht einfach, aber wir sollen Gott auch darin vertrauen. Er wird es zur guten Frucht werden lassen. Diese Worte über den Weinstock und die Reben, sie waren von den letzten Worten, die Jesus zu seinen Jüngern vor seinem Tod sagte. Das meint, sie sind wichtig. Wir sind berufen, im Herrn zu bleiben. Wir sollen Frucht bringen. Wir sollen ihn auch an uns arbeiten lassen. Aber er hilft uns auch. Er bleibt bei uns. Er hebt uns auf. Er macht uns sauber. Er tut das, was uns helfen wird, wieder und immer noch und wieder und immer mehr Frucht zu bringen. Und durch alles das bleibt er bei uns. Seine Antwort auf unseren Gesang, auf unser Gebet, bleibt bei uns, Herr, ist immer: Siehe, ich bin alle Tage bei euch. Ich bleibe bei euch. Deswegen lasst uns auch bei und in ihm bleiben. Amen. Herr, du hast versprochen, bei und in uns zu bleiben. Lass die Dinge, die uns über den Weg kommen, uns helfen, in dir zu bleiben. Mach in mir, deinem Geiste, Raum, dass ich dir wert ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Lass durch deinen Geist die Frucht der Freude in uns wachsen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, nimm gnädig an dies Opfer unseres Dankes, das wir darbringen zu deiner Ehre. Lass die Gaben dir wohlgefallen und segne sie durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Mit aller Welt jauchzen wir dir. Herr, mit aller Welt jauchzen wir dir, denn alle Lande sind deiner Ehre voll. Danke für deine Gnade, für das Versprechen, dass wir geliebt sind, dass wir leben dürfen. Danke für deine Güte, auch dass du sie in letzter Zeit wieder durch guten Regen deutlich gemacht hast. Danke für alles, was du uns schenkst, das uns Freude bereitet. In den nächsten Wochen dürfen wir Freudenfeste feiern. Unser Bazaar und MTB und Trail findet in ein paar Wochen statt. Schenke ein gesegnetes und gelungenes Fest. Herr, wir wissen aber auch, dass es in unserer Welt manchmal Stürme gibt, in denen es Menschen sehr schwierig wird, sich zu freuen. Und wo es auch viel Kraft frägt, um wieder neu zu leben. Leute, die wir lieben, sind krank oder wir machen uns Sorgen um sie und was sie durchmachen. Fremde um uns leiden unter Armut und Gewalt. Vieles in unserem Land macht uns Sorgen. Wir bringen dir die Sorgen und Bitten, die uns bewegen, in einer Zeit des stillen Gebets. Herr, hör unser Gebet. Lass alle diese Leute, die zu tragen haben, auch durch uns Freude erleben. Schenke, dass wir sie durch Wort und Tat unterstützen und trösten. Wirke da auch durch uns. Herr, segne deine Kirche hier und in aller Welt. Gib ihr den Mut, treu zu predigen und zu leben, damit Menschen immer wieder Freude und Trost erleben. Lass dein befreiendes Wort in den Herzen und in der Welt wirken. Wir danken dir für die Freude, die wir in alten Texten der Bibel immer wieder entdecken dürfen. Schenke, dass dadurch Hoffnung und Glaube in uns immer weiter wachsen. Sei und bleibe du bei uns, wenn unsere drei Gemeinden sich vereinen. Leite uns auf den Weg und schenke, dass viel Segen davon kommt, wo wir uns weiter immer näher kommen, für uns und unsere Gemeinschaft, aber auch darüber hinaus. Alles, was wir noch auf dem Herzen haben, auch alles, was wir nicht in Worte fassen können, bringen wir dir, wie Kinder, die ihrem lieben Vater vertrauen, mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, heilig werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.